Na gut, dann wollen wir zurück ins Sumpflager und dem obersten Templer Bericht erstatten. Das war ja nicht wirklich weit. Also eigentlich müssen wir den Weg folgen und dann über die Brücke rüber. Aber wir können ja mal ganz kurz hier gucken, ob wir nicht doch irgendwo runterkommen und noch schneller drin gehen können. So, nicht an dem Baum hängen bleiben wäre schon mal ganz gut. Also ja, theoretisch wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn wir da den Wasserfall runterspringen würden. Aber nachts mit einem Plattenpanzer in ein Gewässer springen soll nicht ganz so gut für die Gesundheit sein. Also laufen wir einfach den Weg entlang. So, also wir hatten die Aufgabe bekommen, hier nach dem Rechten zu sehen, was mit dem Baal und den ganzen Templern geschehen ist. Das haben wir soweit erfüllt. Also wir haben herausgefunden, dass die Templer alle tot sind. Dass nur ein Baal überlebt hat und mit seiner Hilfe haben wir halt das Schwert gefunden. Das war ihm irgendwie zu viel und er wollte dann ein Blutopfer fordern für den Schläfer. Wobei wir jetzt nicht wissen, ob das gerechtfertigt ist. Also es kann ja gut sein, dass der Templer jetzt sagt, ja, und das hätte eigentlich geliefert werden müssen, das Blutopfer. Und du hast alles falsch gemacht. Das könnte jetzt natürlich auch passieren, aber wir hatten ja schon ein bisschen Kontakt zu ihm und er scheint eigentlich ganz netter Kerl zu sein. Also halt sehr auf die Ehre bedacht, aber ich denke nicht, dass er uns das anlasten würde. Der Typ ist einfach nur durchgedreht, also der Baal. Genau wie der eine Novize, der losgeschickt wurde, den Fokusstein zu holen. Und dafür wurden wir ja auch nicht angeflaumt. Also dürfte das soweit schon in Ordnung sein. Na gut, also der oberste Templer war im Tempel, sinnigerweise, also jedenfalls davor. Jedenfalls war er dann auch vor anderthalb Tagen, als wir losgegangen sind. Und zwar nach der Anrufung stand er neben Iberion und Korkalom. Ob er da jetzt immer noch ist? Ansonsten war er ja in dem Trainingsgelände, das in der Nähe von Korkalom war. Also bei dem Kräuterhändler die Treppe hoch und dann da über die Plattform wischen. Oh, schauen wir einfach mal. Ich nehme aber an, er wird immer noch da sein. So, hier sind noch ein paar Novizen. Da oben. Ja, da steht er doch. Neben dem immer noch ohnmächtigen Iberion. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Ja, wusste ich doch. Er nimmt uns das auf keinen Fall übel. Das ist schon mal gut. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Warum musste er das letzte jetzt auch noch sagen? Sonst hätten wir uns kurz hinlegen können. Aber ja, es ist wirklich wichtig, sonst stirbt uns noch Iberion weg. Auch wenn uns das ja eigentlich nicht wirklich berührt, denn wir sollten nur hier im Sumpflager nachschauen, was es mit der Aufrufung auf sich hatte. Aber gut, erledigen wir das auch noch kurz. Ein paar Kräuter im Sumpf zu finden dürfte ja nicht allzu schwierig werden. Also im Sumpf waren ja nur ein paar Blutfliegen gewesen und oh, ja, die Sumpfhaie waren da noch. Das könnte problematisch werden. Aber müssen wir mal gucken, wo die Kräuter denn genau sind. Jetzt müssen wir erstmal mit einer Fackel bewaffnet durch den Sumpf mitten in der Nacht stapfen. Ob das Mann gut geht.
So, ich gehe jetzt hier absichtlich rechts um die Häuser rum, denn links wurden wir ja schon einmal von der Barriere erwischt. Und das tat dann doch ein wenig zu doll weh. So. Hier waren die Kräuterpflücker irgendwo. Oh, nee, da hinten waren die Kräuterpflücker irgendwo. Vielleicht können wir die ja mal fragen. Und wo waren die Sumpfhaie? Also hier stand irgendwo ein Templer, hat uns davor gewarnt, dass wir den Sumpfhaien nicht zu nahe kommen sollen. Ja, genau, er da. Aber wo die Sumpfhaie selbst sind? Ah, da ist einer. Ja, wahrscheinlich werden die Heilkräuter dann hier sein, denn die ganzen anderen Bereiche haben wir schon einmal abgegrast, als wir die Novizen gesucht haben, die die Kräuter sammeln. So, komm her, du Blutfliege. So, jetzt speichern wir mal kurz ab. So, und jetzt schauen wir uns mal weiter um. Auch wenn wir eigentlich eine neue Fackel bräuchten, denn, Heilkräuter so im Dunkeln zu finden, wäre doch ein wenig zu viel verlangt. So, hier sind schon mal die Kräuterpflücker. Nee, die wissen nichts über die Heilkräuter. Die kümmern sich nur um das normale Kraut. Na gut, gucken wir einfach mal hier lang. Ganz schön voll bewachsen hier alles. Oh, da hinten habe ich Licht gesehen. Da wird wohl dann die andere Truppe am Kraut sammeln sein. Hier haben wir einen Sumpfhai. Oh, und hier ist irgendwo die Barriere. Das ist nicht gut, weil da waren nämlich Kräuter. Ah, aber das sind diese ganz einfachen Kräuter, oder? Aua. Nein, da können wir nicht ran. Na gut. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht die Kräuter waren, die wir brauchen. Und hat uns der Sumpfhai gesehen? Ja, hat er. Schauen wir doch mal, was die so können. Na du? Boah, sind die groß. Aber wirklich flink sind die nicht. Dafür halten sie ein bisschen was aus. Na gut. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Unsere Fackel. Na gut. So, also die Sumpfhaie sind nicht das Problem. Dann können wir ja hier schön in Ruhe nach den Kräutern suchen. Hier sind schon mal vier. Aber ob das die Kräuter sind, die wir holen sollen? Gucken wir uns aber noch ein bisschen um. Wir können ja in der Zeit die ganzen Sumpfhaie hier auch noch töten, um noch ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Und die Gegend ein wenig sicherer für die Kräutersammler. Denn, da müssen wir auch noch ein bisschen was gut machen. Schließlich haben wir deren ganze Ernte einfach mitgehen lassen und verkauft. Ja, da werden sie sich freuen, wenn wir wenigstens ein bisschen was für sie tun. Also du da, komm her. Irgendwie wehren die sich fast gar nicht. Oder wir sind einfach zu schnell und haben eine gute Reichweite. Ah, da war gerade ein Stupser drin. Ah doch, wenn die uns 4-5 Mal treffen, dann werden wir auch Geschichte. Darauf erstmal einen Heiltrank. Und einen Heiltrank. Ach, die Fackel können wir vergessen. Wo ist die nächste Fackel? Ah, 9 Stück haben wir ja noch. So. Also ein paar Heilkräuter haben wir gefunden. Hier sind noch mehr. Und was ist das für ein Ding? Das sieht ja skurril aus. Na gut. Wird wohl irgendein okkultes Sektending sein.
Obwohl die ganzen Schädel hier sind schon ein bisschen beunruhigend. Ich denke nicht, dass das die Novizen gemacht haben. Komisch, komisch. Also, soll uns nicht stören. Wir wollen nur töten und Kräuter sammeln. Mal gucken, ob wir die Häute von denen gut verkaufen können. Auch wenn wir das Erz nicht ganz so nötig haben. Aber ein kleiner Puffer ist immer gut. So. Die fast nasse Fackel wieder mit. Und haben wir da die Kräuter schon? Nein, hier ist auch noch eins. Weil selbst wenn wir die Kräuter nicht für Kokalom brauchen, können wir die immer noch selber dann benutzen. Dann müssen wir nicht immer gleich an die Heiltränke ran. So, dumm, dumm, dumm. Oh, stimmt, da sollten wir noch unbedingt dran denken. Wo wir schon mal wieder hier im Sumpflager sind. Wir wollten noch zum Kräuterhändler ein paar Tränke kaufen. Wenn er denn welche anbietet. Wovon wir irgendwie einfach ausgegangen sind. Weil es halt das Naheliegendste ist. So. Deine Haut nehmen wir auch noch mit. Und dann zurück zur Insel da. Denn nachts durchs kalte Sumpfwasser zu warten, ist nicht gerade sehr angenehm. So, und zur nächsten Insel. Ja, soweit ist das eine wirklich überschaubare Aufgabe, die wir bekommen haben. Da ist dieses okkulte Ding. Hier sind noch ein paar Kräuter. Da drüben treiben sich Sumpffliegen rum. Blutfliegen. Ist da eine Hütte? Ah, sieht fast so aus. Gucken wir gleich mal rein. Oh, nee, zwei Sumpffreie gleichzeitig sollten wir nicht. Kannst du auch hier auf die Oh, die kommen beide. Das ist nicht gut. Na gut, ihn schnell töten. Bevor sein Kumpel hier aufkommt. Und die dumme Biene sticht uns die ganze Zeit. Komm her, du. Genau, du. So, Haut mit, Stacheln mit, Flügel mit, alles mit. Fackel lassen wir erstmal hier im Trocknen. Und dich töten wir jetzt auch. Dann können wir uns gleich mal diese komische Hütte hier angucken. Was ja ein bisschen komisch ist, denn eigentlich hätten sie die Hütte hier nicht versetzen können, wenn das Wasser hier irgendwie steigt oder dergleichen. Na gut. Auf zur Fackel. Hier hatten wir unsere Fackel hingeschmissen. Muss ausgegangen sein. Na toll. Nächste Fackel. So, die Blutfliegen lassen wir erstmal Blutfliegen sein. Wir schauen in die Hütte rein. Oh, die ist gar nicht überschwemmt. Aber hier ist wohl jemand gestorben. Und jemand macht Pause. Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Ein paar Einfallspinsel ausplündern, ein bisschen Erz sammeln. Was denkst du? Nee, dazu haben wir eigentlich nicht wirklich Lust. Aber wir könnten ihn verprügeln. So, jetzt kann er niemand mehr zusammenschlagen. Und was hast du da in der Kiste? Eine Fackel und zwei lauwarme Bier. Na super. Unsere Fackel nehmen wir mit. Zack. Und dich und dein Doppelbett lassen wir hier mal hier alleine. So. Wir suchen weiter nach Heilkräutern.
Langsam, langsam, du hast gewonnen. Ja, also wenn wir jetzt nicht nur eine wichtige Mission hätten und jede Menge Erz, dann hätten wir uns vielleicht auf sowas eingelassen, aber jetzt haben wir sowas wirklich nicht mehr nötig. Durch die Lager ziehen und irgendwelche Buddler verprügeln, das ist... Nee, das ist nicht in Ordnung. Oh, oh. Die ganzen nervigen Bienen hätten uns fast gestört bei dem Kampf gegen den Sumpfhai. So, genau. Verflieg dich. Nehmen wir jetzt alles schön mit. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen, also hätten wir jetzt auch die Punkte, um Zweihandkampf zu erhöhen. Schön, schön. Schauen wir mal kurz in unser Journal. Wir brauchen 5 Heilkräuter der stärksten Sorte. Was auch immer die Heilkräuter der stärksten Sorte sind. Wir haben Heilkräuter. Wir haben Dunkelkraut. Wir haben nochmal Heilkräuter. Ein paar Nachtschatten und noch mehr Heilkräuter. Die hier sehen irgendwie anders aus. Sammeln wir einfach weiter. So. Da ist noch ein Sumpfhai. Ganz schön nah am Lager selbst. Den sollten wir auf jeden Fall töten. Warum auch immer der Tempel das da hinten nicht gemacht hat. Aber, na gut. Nehmen wir ihm ein bisschen Arbeit ab. So. Dich häuten wir noch fix. Nehmen wir unsere Fackel wieder mit. Und schauen weiter. So, auf welchen Inseln waren wir denn jetzt noch nicht? Hier. Ups. Ah, da ist er. Hängen im Sumpf fest. Wir kommen nicht raus. Nein. Ah, doch, gut, gut. Das wäre kein schönes Ende gewesen. Mit einem Plattenpanzer im Sumpf versinken. So, hier sind keine Heilkräuter. Da ist aber noch ein Sumpfhai. Da sind die toten Blutfliegen. Da hinten sind noch mehr Blutfliegen. Aber waren wir nicht da gerade erst? Ja, das ist echt unübersichtlich nachts. Wir sollten ein paar mehr Fackeln verteilen überall auf dem Boden, damit wir uns zurechtfinden. Oder einfach doch bis zum Morgen warten. Aber Koanga hat gesagt, es eilt, also sollten wir es auch zu Herzen nehmen. So. Nächste Fackel. 7 Stück haben wir noch. Und da hinten ist dieses okkulte Ding. Also waren wir doch eigentlich schon hier. Aber warum leben denn die Blutfliegen noch? Und der Sumpfhai? Na gut, die Blutfliege töten wir und da sehen wir auch schon die nächsten Kräuter. So, zack. So, Heilkräuter. 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 Und die Fackel kriegen wir noch. Schön. Also. Da ist das okkulte Ding. Von da aus sind wir zur nächsten Insel, zur nächsten Insel. Da liegt schon eine Fackel von uns. Da vorne sehen wir keine, aber da hinten fliegen noch Blutfliegen. Gucken wir doch mal dahin. Und danach machen wir eine kleine Bestandsaufnahme, wie viele wir jetzt schon haben. Also wie viele Heilkräuter. Genau, ihr beiden. Ah, hier sind welche. Also Heilkräuter. Na, kommt her. Zack. Zack. Ja, ein paar Wochen ist es her. Da waren die Dinger noch echt gefährlich für uns. Oh, nur ein Heilkraut? Waren hier noch mehr? Ah ja, genau, hier hinten ist noch eins. So. Zuck. Haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Da ist nämlich eine Blutfliege. Aber die scheinen wir einfach so am Leben gelassen zu haben. Da ist das nicht versunkene Haus. Das müsste es jetzt gewesen sein. Gucken wir mal kurz, wie viele Kräuter wir haben. Wir haben 6 komische Heilkräuter und 19 normale Heilkräuter. Ja, das sollte reichen. Speichern wir ab.
und gehen dann gleich mal zu Koh Anga.